Hallo und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge in unserem Endlosspiel Transport Fever. Wir haben in der letzten Folge eine Eisenbahn gebaut und die fährt auch schon und verdient noch kein Geld. Wenn ich hier drauf gucke. Ah ne, ich will... Verdient noch kein Geld. Nein, aber unsere Fabriken, die wir gebaut haben, die verdienen schon ein ordentliches Sümmchen und schaffen es noch nicht ganz, unser Minus hier rauszuhauen, was wir hier unten haben. Aber das sollte nicht mehr lange dauern, bis wir das soweit haben. Und dann kann es nach Bad Berneck gehen, wo wir ja rüber wollen. Hier wird auch schon produziert, munter. Aber es kommt ja noch gar nicht so viel an hier, ne? So, dann müssen wir gleich mal gucken. Also, wir müssen Holz hier rüberholen, auf diese Seite. Und dazu werden wir hier... was haben wir denn hier oben eigentlich noch alles an Städtchen? Oh, das ist ja noch ziemlich weit. Hier ist ja noch ziemlich tief nach unten, ne? Uiuiui. Das wird noch witzig hier. Also, Bad Berneck... verbunden. Da müssen wir da jetzt irgendwie rüberkommen. Das heißt, wir werden hier ein zweites Gleis bauen. Und werden entsprechend unseren Bahnhof jetzt mal anpassen hier. Also, wir haben ja den neuen Baumodus. Als erstes machen wir hier mal einen Track hin. Dann kommt dort eine Fahrgastplattform hin. Das Ganze mit einer Unterführung, damit die Fahrgäste nicht hier rüberlaufen brauchen. Und dann bauen wir da ein paar Gleise. Nein, das machen wir natürlich hier in diesem Menü. Bauen wir hier ein paar Gleise. So, gehen wir nochmal bis da vorne ran. Bis kurz vor der Überführung zur Straße. Da kommt die Weiche hin. Und dann müssen wir den Bahnhof natürlich auch noch mit Weichen so versorgen, dass beide Gleise angefahren werden können. Von der Einfahrt. Wir sind ja, also ich bin ja Eisenbahn geschädigt, das wisst ihr ja, ne? Das heißt, ich baue hier alles immer so, wie ich es von da draußen kenne. Und deswegen sind die Gleise für mich, ist hier allgemein immer Rechtsverkehr. So, dann haben wir hier die Weichen, das heißt, wir können von diesem Gleis in beide Bahnsteige reinfahren, also in beide Gleise reinfahren und können auch von beiden Gleisen wieder auf das Ausfahrgleis fahren. So, jetzt müssen wir hier natürlich das Ganze noch in Blöcke unterteilen. Damit die Eisenbahnen hier ein bisschen sortiert sind. Erstmal gibt es hier ein schönes Ausfahrsignal. Und dann müssen wir einen zweiten Block hier irgendwo bauen. Müssen wir nur gucken, wo wir da rüber wollen. Also, wir müssen jetzt da so rüberfahren, dass wir möglichst nicht durch den Berg durchknallen müssen. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich eine Kurve machen müssen. Wir schauen mal. Oder wir fahren hier unten lang. Wo sind denn die Industriegebiete hier? Auf der anderen Seite. Okay, dann werden wir hier eine Kurve machen und werden um diesen Berg herumfahren. Und uns dann an diesem Berg lang stängeln. Und das müssen wir jetzt so planen. Wir nehmen erstmal hier Kredite auf. Brauchen Geld natürlich, um hier bauen zu können. Und haben dann unsere Gleise. Dann fahren wir hier erstmal raus. Ganz so steil, damit wir ein bisschen Geschwindigkeit haben. Und dann haben wir hier natürlich unseren ersten Blockbereich, den wir schon mal unterteilen müssen, weil wir wollen ja, dass wenn ein Zug von der anderen Seite kommt, der da möglichst davor stehen bleibt. Also machen wir hier einen Blockbereich draus und hier machen wir auch einen Blockbereich draus. Also, ne, dass dieser Zug, der von hier oben kommt, der kommt dann immer nur aus einer Richtung. Oder kann immer nur aus einem Gleis. Also der wird dann, wenn hier dieses Gleis besetzt ist, wird der Zug hier erstmal aufgehalten, bis der andere Zug hier in der Gleisharfe drinne ist. Wir brauchen auch noch ein Einfahrsignal. Das könnten wir jetzt sagen, ist das hier oben und das hier gehört quasi zum Bahnhof, also dass das hier ein Einfahrsignal ist und das hier ist ein Einfahrsignal und das hier wäre das Ausfahrsignal für diese beiden Gleise. Das hier wären dann Zwischensignale. Wir könnten aber auch noch hier ein Signal hinstellen. Nehmen das dann als Einfahrsignal und dann wären das hier einfach Blocksignale von einer Abzweigstelle. Das würde ich sogar fast machen, weil die Züge passen dahin. Und dann hätten wir eine dichtere Zugfolge, die wir hier fahren können. Sondern so. Und dann haben wir den Abzweigbereich hier fast fertig. Wir müssen hier nur noch die Doppelkreuzweiche benennen. Damit der Zug dann auch, wenn er von hier kommt, nach da abbiegen kann. Ich habe einen Frosch im Hals, mal wieder. So, und jetzt ist der Frosch weg. Gut, dann geht es hier einmal übers Wasser. Das wird jetzt richtig teuer, eine Eisenbahnbrücke zu bauen. Vor allem, weil der Fluss auch nicht gerade schmal ist. Oh, es geht. Wo haben wir eine Kollision? Da drüben. Sag mal her hier. So sieht das Ganze für mich zumindest mal besser aus. Und dann gehen wir mal hier wieder runter. So, nicht zu steil die Rampe, ne? Aber das Schiff könnte unten drunter jetzt auch nicht durchfahren. Aber dann müssen wir die Brücken halt irgendwann nochmal modifizieren. Jetzt müssen wir um diesen Berg hier rumkommen. Dazu mache ich jetzt mal wirklich das Höhenfenster an, damit ich sehe, wo ich dahin baue. Und wir versuchen natürlich wieder günstig zu bauen, ne? So günstig als wie geht. So, 60.000 haben wir hier. Okay. Das passt, wir müssen dann zum Schluss so viel Geld noch über haben, dass wir es schaffen, zumindest mal einen Zug, einen Fahrgastzug dort schon mal hochzuschicken. Weil wir dadurch ja natürlich dann auch auf unserer anderen Linie wesentlich mehr Geld verdienen können. So, 43.000 ist das günstigste hier. Wo ist denn das Städtchen? Oh, da sind wir ja schon, fast. Müssen wir mal gucken, wo wir hier den Bahnhof hinbauen. Kommen wir hier auf den... Boah, das wird eng. Das wird eng. Aber wir werden sehen, das wird schon passen. Hier oben müssen wir den Bahnhof irgendwo hinbauen. Brauchen wir da erstmal vorübergehend einen Kopfbahnhof. Mit einem Gleis und 80 Metern, das sollte reichen. Oh, das ist aber ziemlich bergig hier, ne? Das ist ziemlich hoch. Uiuiui. Dann müssen wir hier vielleicht nochmal eine Straße hinbauen gleich. Wobei das Ding ja auch seitlich da andockt, ne? So, einmal so. Ja, das ist jetzt hier alles ziemlich herausfordernd hier von den Höhenlagen her. Wir müssen hier auf jeden Fall an der an der Holzfarm vorbeikommen. Oder geht das hier steil runter? Ey, Falter. Kann man da noch ein bisschen was machen? Nee. Ja, da wird unsere Lokomotive aber ziemlich schnauben, wenn die da hochgeht. So, soweit passt das. Dann sind wir an dem Forst vorbei. Mal gucken, da sind unsere Gleise. So, wir müssen hier einmal diesen machen. Und dann können wir hier drüben ran, hoffen. Nein, geht noch nicht. Bau nicht möglich. Müssen wir hier das... Ja. Warum kommt denn der hier auch so tief? Mal gucken, wo wir hier am besten rankommen. Mal die Eisenbahn in die Hand nehmen hier. Bauen nicht möglich. Okay. Das ist natürlich doof jetzt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Das hat mit der Straße hier, glaube ich, wirklich zu tun, ne? Okay, dann müssen wir hier nochmal ein bisschen zurückbauen. Wir müssen da ein bisschen höher kommen. Wir können aber auch natürlich hier erstmal den Bahnübergang versuchen zu platzieren. Geht auch nicht. Warum? Was hat denn der hier für eine Probleme? Aber das hier sehr steil wird, ne? Okay, dann satteln wir das Pferd von hinten auf. Machen wir das hier auch nochmal weg. Nehmen unser Eisenbahnfenster, unser Eisenbahn-Tool. Wieso geht das jetzt schon wieder nicht? Brauchen Sie mich verarschen? Hallo. Jetzt. ist zwar nicht schön, aber erfüllt seinen Zweck. Außer, dass mir das hier überhaupt gar nicht gefällt. Hier auch nochmal wieder dasselbe. Diese coolen, das mag ich immer nicht. Aber das ist bei den Geschwindigkeiten, die unsere Züge jetzt aktuell fahren, ist das nicht so tragisch. Und wir bauen ja die Linie nachher eh nochmal um. Also lassen wir es jetzt erstmal an der Stelle so. So, jetzt brauchen wir dort noch einen Zug, der dort fahren darf. Soll, will. Wir haben ja hier unser Depot. Was ja aktuell keine Züge in die andere Richtung schicken kann, ne? Müssen wir vielleicht auch nochmal ändern. Indem wir hier eine Schleife bauen. Das war gerade so, dass es passt. Und dann können wir Züge jetzt von diesem Depot auch in die andere Richtung schicken. Und dann müssen wir eine Linie erstellen. Eine neue Linie kommt von... Fährt hier los. Hallo. Und fährt darüber. So, und dann haben wir da eine zweite Eisenbahnlinie. Da müssen wir jetzt natürlich auch noch einen Zug einsetzen. Und jetzt muss ich mal gucken, wie viele Wagen hatten wir denn hier. Ich weiß das schon gar nicht mehr. 2, 4, 6, ja, das ist, finde ich gut. Hinzufügen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und du wirst dann mal auf die Linie Nummer 10 gehen. Bitteschön. So, der wird jetzt da hinten um die Schleife herumfahren. Sofern dieser Zug hier, also der andere, der jetzt da gerade entgegenkommt, daran auch vorbei ist. Das heißt, wir werden hier mal ein Signal hinsetzen. Hier kommen wir auch mit dem Signal hin. Dann kann der zumindest schon mal bis davor fahren. Und dann können wir hier schon mal das Ding in Blöcke unterteilen. Das mache ich jetzt aus dem Grund, damit der andere Zug, wenn der jetzt gleich wieder zurückfahren will, hinterher tuckern kann. Und wir müssen das dann nachher eh irgendwann nochmal in Blöcke unterteilen. Wir können auch hier nochmal ein Ausfahrsignal, also da nochmal ein Signal hinbauen. Da. Und hier nochmal 2 Stück, dann haben wir da auch nochmal einen Block. Aber eigentlich brauchen wir das noch nicht, ne? So, jetzt haben wir hier oben natürlich alles angeschlossen. Jetzt geht es darum, die Holzbretter, die da drüben produziert werden, die wollen wir jetzt runter zur Maschinenfabrik oder zur Werkzeugfabrik bringen. Und das möglichst auch mit der Eisenbahn. Was brauchen wir hier unten noch? Brot und Ziegelsteine brauchen wir hier unten. Da brauchen wir auch Brot und Ziegelsteine, Werkzeuge und Maschinenteile. Und die Maschinenteile von hier, die werden dann nach Bad Berneck wieder mit zurückgefahren. Ist die Frage, ob wir da einen Mischzug nehmen, der auf dem Hinweg Holzbretter mitnimmt, auf dem Rückweg die Maschinenteile. Wir müssen aber auch mal die Produktion dann hier anheizen, weil wir haben ja hier auch schon einen Haufen, 95 werden hier schon verbraucht, 71 liefern wir aktuell. Da müssen wir auf jeden Fall mehr anliefern. 200, das heißt, wir werden hier jetzt erstmal unsere Baumlinie. Das ist die erste Linie, die wir hatten. Baumstämme. Müssen wir uns mal merken. Und die müssen wir jetzt mal auf 200er Rate bringen. Also, jetzt ist das Fenster da wieder weg. So, also eine 200er Rate brauchen wir auf der Linie. Wir werden hier einmal Fahrzeuge kaufen. Das war Bertico. Schön, und legen wir erstmal mit 3 Stück auf die Linie 1. Reicht noch nicht. Dann hauen wir nochmal 2 drauf. Reicht auch noch nicht. Wir wollen jetzt erstmal auf 200 kommen. Da oben ist die Rate. 199 und 200. Jetzt haben wir da genug Fahrzeuge, dass wir einen Ertrag von 200 auf der Linie, also eine Rate von 200 haben. Jetzt werden wir diese 200 Holz oder diese 200 Brett, die bringen wir jetzt ja, oder 200 Holz bringen wir zur Bretterfabrik und der versendet auch 200. Das heißt, wir müssen auf unserer Bretterlinie auch eine Rate von 200 möglich machen. So, einmal Bretter, Configure Vehicles und da wollen wir jetzt neue Vehicles kaufen. Da nehme ich dann auch erstmal, was hat das Ding jetzt aktuell für eine Rate? Aktuell eine Rate von 160, da brauchen wir gar nicht so viel. Ich würde erstmal mit 4 arbeiten. 190, dann kaufen wir noch eins. Bretter. 200, okay, perfekt. So, diese 200 Bretter, die dort produziert werden, die sollen jetzt ja auch natürlich hier hoch zur Werkzeugfabrik gebracht werden. Und zwar nimmt der auch 200 und möchte dann 200 versenden. Das heißt, wir müssen auch auf der dritten Linie, die er hier fährt... Ne, genau, da, also... Oh, ich bin durcheinander, Leute. Also, wir liefern jetzt hier Holz an, 200, wir holen Bretter ab, 200. Liefern die hier rüber, dort werden 200 produziert. Und diese 200, die hier produziert werden, die müssen wir verteilen. Davon gehen 100 nach Bad Berneck. Und, ne, wir wollen ja von hier versenden, ne? Von hier. Da hat der Rama nicht überlegt. Mal wieder. Wir brauchen auf der Linie keine Rate von 200, sondern nur von dem, was Bad Berneck gerne haben möchte. 98, das heißt, wir werden dort nochmal ein paar Fahrzeuge runternehmen können. Da, drum. Und werden dann gucken, dass wir da eine Rate von etwas über 100 hinbekommen. Also hier hin. 1, 2, 3, 4, 5. Die nehmen wir mal zurück ins Depot. 160 ist immer noch zu viel. Nehmen wir noch 2 weg. Dann haben wir ein kleines Polster auf der Linie. 104, wunderbar. Das reicht voll und ganz für die Bretter. Die Bretter sollen ja hier hoch. Da werden 100 produziert. Und diese 100, die würden dann hier in die City gebracht. So, jetzt wollen wir die Bretter ja hier an den Güterbahnhof bringen. Das heißt, wir werden jetzt hier eine Güterbahntrasse bauen. Und dazu müssen wir diesen Bahnhof ein bisschen umbauen. Und dieser Bahnhof, der braucht eine Güterplattform. Erstmal brauchen wir ein zweites Gleis natürlich, ne? So, dann kriegt das Ding eine Güterplattform. Nein, jetzt habe ich hier verkackt. Eine Güterplattform bekommen wir. Und wir müssen natürlich die Güter hier auch anliefern können. Und dazu können wir jetzt zum Beispiel auch schon das erste Mal eine Bushaltestelle im großen Stil bauen. Und zwar diese hier. Und die machen wir nur mit einer Plattform, mit einer Anlieferplattform für unsere Zutaten, die wir hier so haben. Machen wir hier ganz knapp ran. Nein. So, einmal so. Jetzt nehmen wir dieses Ding da, konfigurieren das und bauen dort eine Fahrgaststation mit dran. So, jetzt können wir hier anliefern und können gleichzeitig auch Fahrgäste hierher bringen für diesen Bahnhof hier. So, jetzt müssen wir natürlich hier noch ein bisschen was Zweigleisiges bauen, damit wir die Güterzüge da überhaupt fahren lassen können. Das heißt, wir schnappen uns das Ding hier einmal. Lassen den hier fahren, dann gucken wir mal, wo wir hier gut zweigleisig bauen können. Also hier, dieses kleine Stück hier können wir zweigleisig bauen. Jetzt gucken, dass wir möglichst viele Züge über diese Linie fahren lassen, also über diese Strecke und auch über die andere Strecke natürlich noch, damit wir an beiden Strecken ordentlich Geld verdienen. So, die Brücke, die lassen wir eingleisig und jetzt kommt aber, jetzt kommt's dicke. Jetzt müssen wir hier einen Abzweig hinbauen, der hier rüber geht. Weil da unser Güterzug ja langfahren soll. Und dieser Güterzug, der muss hier auch noch einen Blockbereich bekommen. Einmal da. Einmal hier. Und dann brauchen wir hier noch jeweils einen Block. Einmal da und einmal da. So, und dann haben wir hier einen Block. Ist dieses Signal hier quasi überflüssig. Das hier können wir wegmachen. Weil wir sonst die Weiche zupacken würden, wenn da ein Zug stehen würde. So, und jetzt fahren wir mit dem Zeug hier runter. Und zwar fahren wir zur Maschinenfabrik. Das heißt, wir können hier... haben wir ja einen Block. Das heißt, wir können, wenn das hier passt, da eine Weiche hinbauen. Fahren dann hier ein paar Meter zweigleisig. Und fahren hier wieder zurück. Auf das Regelgleis. So, bitteschön. So, dann brauchen wir hier noch eine Weiche. Ein Signal. Keine Weiche. Da. So, die Züge, die könnten gleich aneinander vorbeifahren, also das passt soweit. So, Bad Berneck braucht auch noch eine Nahverkehrslinie, also da müssen wir auch noch Busse fahren lassen. So, jetzt wollen wir die die Holzbretter wollen wir jetzt zu dieser Fabrik hier liefern. Und das wäre ja Quatsch, wenn wir die jetzt erstmal hier anliefern, also da in diesem Bahnhof anliefern und dann mit dem LKW hochzubringen. Und deswegen bauen wir jetzt hier nochmal einen Abzweig hin. Aber erstmal würde ich hier oben den Güterbahnhof bauen. Dann nehmen wir einen einfachen Kopfgüterbahnhof. Das ist dieser hier, 80 Meter. So, den würde ich hier hinbauen. Bisschen gerader das Ganze. So, das sieht sehr gut aus. Und wir kommen sogar vom Preis hin mit dem Ganzen. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hier rankommen würden. Also da einmal. Dann werden wir hier einmal zweigleisig ziehen. Hier einmal eine Weiche. Wir versuchen ja von Anfang an den Verkehr möglichst flüssig zu halten. Das ist ja Kernaufgabe. Deswegen baue ich dann halt, da wo ich einen Abzweig hin mache, auch direkt zweigleisig. Jetzt müssen wir gucken, ob wir da Signale drin stehen haben. Ja, das haben wir natürlich, selbstverständlich. Da haben wir eins, ist weg. Und das andere Signal ist hier für den Abzweig. So, wunderbar. Die DKW hier müssen wir einrichten. Bitteschön. Und dann können wir jetzt hier auch Signale setzen. Wir haben hier ein Blocksignal für die Eingleisigkeit. Da haben wir ein Ausfahrsignal. Dann haben wir hier noch ein Blocksignal für die Abzweigstelle. Da auch. Und hier haben wir noch ein Ausfahrsignal. Wunderbar. So, dann passt das. Dann haben wir hier eine Ausweichstelle. Da oben, zack, zack, Radakabums, Radakraditsch, Radakadatsch. Alles fertig. Hier unten brauchen wir noch Signale. So. Einmal. Und zweimal. Jetzt müssen wir noch ein paar Signale entfernen. Ich glaube nicht, dass das Spiel das hinkriegt. Wir haben ja keine Art von Signalen, die ja Langblock-Signale darstellen. Alle Signale, die jetzt hier auf diesem eingleisigen Abschnitt sind, die müssen wir wegmachen. Sonst würden die Züge anfangen, hintereinander herzutuckern. Und das wollen wir nicht. Ist aber auch nur ein Signal. Ist auch noch ein relativ kurzes Stück. Und hier haben wir noch ein einziges Signal, was wir wegmachen müssen. So, dann werden wir unseren Güterhobel jetzt mal zusammenbasteln, bevor uns das Geld ausgeht. Und wir wollen damit transportieren. Zuallererst wollen wir damit mal Holz transportieren. Und auf dem Rückweg wollen wir dann Maschinenteile mitnehmen. Also, wir brauchen etwas, wo wir Holz laden können. Hier haben wir schon mal Maschinenteile. 1, 2. Dann brauchen wir einen Rungenwagen, wo wir die Bretter mit transportieren. Dip, 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 dip. Und ein bisschen bunt gemixt das Ganze. Und dann sind wir jetzt zu lang. Nehmen wir da einen weg. Jetzt haben wir 75 Meter. Ich glaube, Holz sollten wir mehr mitnehmen. Wie viel Holz brauchen das Ding hier um? Ein Holz, okay. Dann nehmen wir erstmal nur das Holz mit. Ist natürlich jetzt die Frage, wenn wir den auf die Linie gleich setzen, was für eine Rate der dann hat. Aber wir werden unsere Linie erstmal erstellen. Wir fahren ja von hier nach hier, und da ist es jetzt wichtig, dieses Cargo-Symbol auszuwählen, damit er auch das richtige Gleis findet, ne? Da ist es. So, hier brauchen wir noch ein Ausfahrsignal. An dieser Stelle, da brauchen wir ein Ausfahrsignal. Einmal für dieses Gleis, einmal für dieses Gleis. Hopp, hopp. So. Und dann bauen wir jetzt hier noch eine Nahverkehr. Habe ich den Zug jetzt schon gekauft oder habe ich den nur zusammengebastelt? Fahrzeuge kaufen. Habe ich den jetzt schon gekauft? Nein, eigentlich nicht, oder? Also ich habe das Geld zumindest noch. Da. Hatte mal X. So, also 1. Ein. Oh, was haben wir hier? Kesselwagen. Das sieht aus wie so ein Tarnwagen. 3. 4. Und noch ein, so ein bisschen bunt machen das Ganze. So, wir wollen mehr Holz transportieren, ne? Weil Holz ist das, was uns Geld bringt. Ist einfach zu lang mit 83. Schade, schade. Schade Schokolade, aber ich will den Bahnhof drüben jetzt auch nicht länger machen, also lassen wir das erstmal so. So, jetzt kaufen wir das Ding. Jetzt machen wir kurz Pause. Weil wir jetzt hier oben eine, zumindest mal eine kleine Nahverkehrslinie einrichten müssen, damit wir die Fahrgäste auch zu dem Bahnhof hinbekommen, die ja mit der Eisenbahn fahren wollen. Und dann sind wir mit der Folge auch schon fast wieder durch. Wir bauen eine simple Linie hier. Okay, wir fangen hier unten an. 1, 2. Werden wir dann nach und nach mit mehr Stationen ausrüsten, das Ganze. 1, 2. Fahren wir hier hoch. Dann fahren wir hier lang nochmal. Und hier haben wir dann unsere letzte Station. Und dann sollten wir hier eine hundertprozentige Abdeckung garantieren können. So, wir brauchen da jetzt auch noch ein paar Fahrzeuge. Jetzt ist das Depot hier unten, das nehmen wir dafür auch mal. Dann brauche ich nämlich jetzt nicht extra nach oben gehen. Wir müssen die Linie noch erstellen vorher. Das ist was, da kann ich mich noch nicht dran gewöhnen. So, also wir haben hier ausgewählt den verkehrten Slot. Wir müssen auf den Bus klicken. Dann findet er automatisch auch die Fahrgast, also den Fahrgastterminal quasi. 2. Ach genau, das war ja unsere, da liefern wir Waren an. Acht. Perfekt. Freunde, perfekt. Auf geht's. Da müssen wir jetzt noch Fahrzeuge losschicken. Auf der Linie. Welche Linie ist denn das jetzt? Linie 2. Wieso ist das Linie 2? Ach, weil wir Linie 1 umbenannt haben. Okay, das ist auch neu. Also, Linie 2 nehmen wir. Das heißt, wir müssen Fahrzeuge kaufen in Bertico. Und dann rüsten wir das Ding mal voll auf. Gucken wir mal, was geht. So, und 1, 2, 3, 4. Eine Rate von 100 wollten wir garantieren. Linie 2 das Ganze. Und dann können wir mal die Fahrzeuge, die wir hier oben noch haben. Ne, die brauchen wir nochmal für eine dritte Linie. Und zwar müssen wir hier Bretter abholen. Da müssen wir Bretter abholen und müssen die nach oben bringen. Das heißt, wir müssen noch eine Linie machen. Das ist dann die Linie Nummer 11, müssen wir uns merken. Und die kommen hier drüben hin, und zwar auf den LKW-Terminal. So, und da können wir nämlich dann die Fahrzeuge, die wir jetzt noch im Terminal haben, die können wir da direkt reinsetzen. So, also alle DIP. Nein, da alle auswählen. Und nein, nicht verkaufen. Nochmal, alle auswählen. Wieso kann ich jetzt hier die Linie nicht auswählen? Achso, weil... Rama, der hätte es jetzt beinahe wieder kaputt gemacht. So, ihr geht alle auf die Linie 11. So. Jetzt sollten wir die verkehrte Linie ausgewählt, die verkehrte Station ausgewählt. Wir brauchen Bretter. Berneck-Abzweigung. Haltestelle hin. Wir müssen von hier die Bretter holen. Von da und wollen die hier nach hier oben bringen. So, und da zur LKW-Station. Jetzt passt das. Wunderbar. So, dann haben wir hier den Nahverkehr geregelt. Wir haben, die Bretter werden jetzt schon hier angeliefert und werden dann nach hier unten gebracht. Ich bin jetzt gerade überlegen. Da ist unsere Güter... Ne, wo ist denn unsere Güter? Tschu-Tschu-Tschu. Ist sie noch hier drin? Oh ja. Ne, wir machen da was anderes. Ich werde das Ding nochmal ummodeln. Wenn wir Fahrzeug ändern, und zwar nehmen wir die Rungwagen lassen wir dran. Wir nehmen nur die Wagen hier mit weg. So, jetzt haben wir nochmal Geld gut geschrieben bekommen. Jetzt machen wir hier, ändern wir den nochmal und hauen dort nochmal einen Rungwagen ran. Dann haben wir da 6 Stück. Haben eine Kapazität von 24 und den lassen wir dann so düsen. Du bist auf der Linie Nummer 7. Nein, welche Linie war denn das jetzt hier? Ah, die rosa Linie, die Linie 1 war das, okay. So, wunderbar, dann fährt er jetzt. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge anschauen, ob das alles funktioniert. Die werdet ihr dann ja, euch hoffentlich auch anschauen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren und lasst natürlich einen Daumen da und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und dann sind wir in der nächsten Folge da und werden uns das Ganze mal anschauen, ob das hier funktioniert, wie ich das alles mir vorstelle. Also eisenbahntechnisch dürfte es funktionieren. Und in dem Sinne euch noch einen wunderschönen Tag und von mir wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!